Finanzbeamte arbeiten nicht und wenn, dann arbeiten sie zu langsam und sind auch noch kriminell. Mittlerweile ein weiterer Fall, wo man sich die Frage stellen muss, was geht eigentlich in den Amtsstuben in der Finanzverwaltung in Deutschland vor. Nicht nur mit Blick auf Cum-Ex, wo ja auch hier Beziehungen zur SPD sehr stark waren, sondern auch mit Blick auf die Finanzkriminalität und hier vor allem auch die Clan-Kriminalität, wo hier plötzlich versucht wurde, einen Fall aus dem Jahr 2023 zu vertuschen, der jetzt aber in die Öffentlichkeit kommt und der vor allem den Verdacht nährt, was wissen wir denn sonst noch nicht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, es ist im Grunde der Hammer schlechthin und zwar krimineller Clan hatte offenbar Spitzel in Anti-Geldwäsche-Einheit. Seit Jahren wird die Anti-Geldwäsche-Behörde des Zolls kritisiert. Nun konnte der kriminelle Miri-Clan laut einem Medienbericht wohl einen Spitzel in der Einheit des Bundesfinanzministeriums gewinnen. Es ist, wie gesagt, nicht einmal der erste Fall, denn wir wollen mal so ein bisschen noch aufrollen, was in der Vergangenheit so in der Finanzverwaltung schiefgelaufen ist. Da muss man ja nicht nur an diese Clan-Thematik denken, sondern wir denken zum Beispiel auch an die Mitarbeiterin des Bundesfinanzministeriums, die Steuervorträge oder Steuertipps für Vermögende gegeben hat, wie man an der Stelle Millionen und Milliarden steuerfrei stellen kann. Und diese wurde ja mittlerweile komplett versetzt. Und ein zweiter Fall ist ja auch noch der Cum-Ex-Fall. In dem Jahr, zu dem ja natürlich auch hier mit Blick auf die MM Warburg Bank eine Finanzbeamtin hier angeblich laut diversen Medienberichten hier durch politische Einflussnahme von Peter Tschentscher und natürlich auch Herrn Kaas und Olaf Scholz hier Einfluss auf das steuerliche Ergebnis bzw. auf die Einbehalt und natürlich die Abführung der Steuer der MM Warburg Bank Einfluss genommen haben soll. Bedeutet also, das sind erstmal die kriminellen Fälle so in den letzten ja, 3-4 Jahren hier in der Bundesrepublik Deutschland, die die Finanzverwaltung direkt betreffen. Jetzt ist aber so, dass man hier ganz klar sagen muss, es gibt ja auch hier Untereinheiten und hier will ja auch die Finanzverwaltung gerade ein neues Cyberfinanzamt, das BBF, starten. Und hier ist es so, dass man hier sagen kann, dem zur organisierten Kriminalität gehörenden Miri-Clan ist es offenbar gelungen, einen Spitzel in der Anti-Geldwäsche-Behörde des Bundesfinanzministeriums zu gewinnen, die dem Zoll untergeordnet ist. Die Financial Intelligence Unit, FIU, sammelt und analysiert Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz. Bedeutet also an der Stelle ist es so, dass da natürlich hauptsächlich Banken oder auch Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater in manchen Fällen hier ja Meldungen durchführen müssen, wenn in dem Zusammenhang hier der Verdacht auf Geldwäsche und Ähnlichem besteht. Ähnlich natürlich auch soll das Meldeverfahren ja in Zukunft weitergeleitet werden. Jetzt würde man sagen, ja, okay, ist ja theoretisch ein kleiner Fall, aber Fakt ist, es soll hier auch eine Vertuschungsaktion gegeben haben. Und zwar ist es hier so, fast ein Jahr lang war die Affäre in der Behörde laut Zeitung geheim gehalten worden. Bereits am 9. März 2023 habe es eine Razzia bei der FIU in Köln, Ossendorf gegeben, bei der Zollfahnder aus Hamburg Alexandros P. abführten. Der 32-Jährige sei seit Frühjahr 2022 in der operativen Analyse der FIU tätig gewesen sein. Und er soll hier vertrauliche Vorgänge im Zusammenhang mit dem Miri-Clan auf seinem Rechner kopiert haben. Also sprich, wir haben jetzt mehrere Fälle. Einmal natürlich Beihilfe zur Steuerhinterziehung im Bereich des Cum-Ex. Dann haben wir zum Beispiel hier, sage ich mal, auch Weiterleitung von Internas aus der Steuergesetzgebung aus dem Bundesministerium der Finanzen. Und jetzt natürlich hier vertrauliche Geldwäschemitteilungen direkt an einen kriminellen Clan weitergeleitet. Es soll hier an der Stelle auch ja Telefonüberwachungen gegeben haben, also eher schon so ein bisschen ja krimimäßig auch unterwegs. Und wie es auch ganz lustig ist, hier, um natürlich denen zu sagen, naja, Roland, aber dein Intro war jetzt ein bisschen provokativ, der Vorfall markiert einen neuen Tiefpunkt für die FIU. Ermittlertruppe, seit langer Zeit gibt es massive Kritik an der Behörde. Ihr wurde schon vor Jahren vorgeworfen, zu langsam zu arbeiten und zu viele Fehler zu machen. So seien Geldwäsche-Verdachtsmeldungen durch FIU regelmäßig zu spät an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet worden. Also, sprich, ganz kurz, sie arbeiten nicht,
wenn sie arbeiten, arbeiten sie falsch oder sie arbeiten sogar vielleicht mit Kriminellen zusammen. Das ist durchaus hier eine spannende Thematik, wo man aber auch sagen muss, das geht aktuell durchaus auf das Konto auch von Christian Lindner, denn er hat ja jetzt bereits 2022 die Bundeskriminalamt, die neue Behörde angekündigt, das BBF, das ja eigentlich zum 1. Januar diesen Jahres starten sollte. Problem ist bloß, aktuell ist es hier das Problem, irgendwie wollen alle anderen nicht so mitziehen. Denn es gibt Abstimmungsprobleme, wo ja auch hier Christian Lindner bereits 2 Millionen an Roland Berger für den Aufbau der Einheit ganz einfach hier überwiesen hat. Wobei aber selbst hier aus dem Zoll, denn diese Unterabteilung soll dem Zoll unterstellt sein, selbst die Kritik kommt, naja, liebe Leute, lasst den Zoll doch das selber machen, denn schlichtweg sind ja dafür die Mitarbeiter da. Und auch da kommt ja auch schon die Kritik, wo man sagt, naja, die Gewerkschaften, also auch Beamtengewerkschaften, haben gesagt, hey, liebe Leute, es ist eigentlich die Aufgabe der Beamten, sich darum zu kümmern und nicht irgendwelche externen. Lustigerweise habe ich ja in meinem Video, ich glaube letzte Woche war es, auch dazu gesagt, dass ich es immer sehr, sehr spannend finde, dass man hier externe Berater mit beauftragt, denn die könnten die Informationen über die Arbeitsweise, Prozessthematiken von solchen Behörden ohne Probleme an zum Beispiel Kriminelle weitergeben. Aber da habe ich ja den Fehler gemacht und wirklich die Vermutung gehabt, dass Bestechung und sowas hier vielleicht nicht ganz so häufig ist, aber durchaus an der Stelle kann man sagen, nein, wieso den Umweg über eine Beratungsfirma geht, wenn man direkt die Mitarbeiter der Finanzverwaltung anzapfen kann. Durchaus sind es, wie gesagt, keine solchen Thematiken, wo man sagt, okay, man hat hier an der Stelle, einen bestimmten Zeitraum, der jetzt dann für das BBF dann, realistisch ist. Aktuell sagt man ja 2025, interne Meldungen sagen sogar, es wird erst 2026 an den Start gehen. Also sprich, wir haben eine neue Behörde, die nochmal, ich glaube, 1700 neue Arbeitsplätze schaffen soll, anstatt hier endlich mal die bestehenden Einheiten, also sprich, die FIU, die sich auch schon mit Geldwäsche befasst, hier noch weiter auszubauen und sagen, hey, ihr macht jetzt auch die ganze Online-Kriminalität dazu, sprich mit Kryptowährungen, mit Geldwäsche im Internet und. Nein, dafür braucht man eine neue Behörde. Vielleicht auch deswegen, dass an der Stelle natürlich hier Christian Lindner, vielleicht den ein oder anderen FDPler, hier nach 2025, nach der verlorenen Wahl 2025, hier noch einen Job besorgen kann. Also hey, wenn du nichts kannst, FIU, BEF, BBF, keine Ahnung, und wenn nicht, macht man es wieder bei SPD. Wenn du nichts kannst, dann wirst du Chefin vom Jobcenter, kann man auch so machen. Aber das ist im Grunde das, wo man sagt, je mehr Behörden wir einfach schaffen, umso problematischer wird es. Denn hier ist es auch so, dass man ganz klar sagen muss, welche Tätigkeiten müssen die Behörden überhaupt machen? Und vor allem, wenn man schon ganz klar sagt, diese werden sogar fehlerhaft weiter bearbeitet oder werden fehlerhaft natürlich hier zu spät weitergeleitet und. Da muss man ganz klar sagen, kein Wunder, dass es in Deutschland so ohne Problem möglich ist, Clan-Kriminalität einfach weiter durchzuführen. Ist nicht der einzige Bericht, geht auch hier natürlich noch auf weitere Medien weiter, wo es natürlich hauptsächlich darum geht, warum man das versucht hat zu verschweigen, wo hier schon das ganze Thema ist, ja, gibt es wirklich noch mehrere Spitzel in der Finanzverwaltung, die zum Beispiel hier an der Stelle ähnlich wie auch die Bundesfinanzverwaltungsmitarbeiterin, die Vorträge hält über Steuergesetze, die bald kommen sollten. Oder zum Beispiel auch Mitarbeiter, die auf Anweisung von zum Beispiel SPD-Politikern, wie es in Hamburg vermutlich war, mit Blick auf den Verdacht der politischen Einflussnahme, hier steuergestaltend aktiv werden oder sogar, wie gesagt, aus dem Bundesfinanzministerium hier durchaus weitere Informationen an Kriminelle weiterleiten. Was ist deine Meinung? Schreib es uns unten in die Kommentare. Und ganz wichtig ist auch, wenn du das erste Mal da bist und noch nicht abonnieren gedrückt hast, dann tu es doch mal. Denn wir wollen uns jetzt in die Richtung 200.000 von 100.000 Abonnenten entfernen. Und deswegen freue ich mich über jedes Abo und jeden Like.